Kapitel am Samstag um 18.30 Uhr von am Tisch wieder, wie mit dem Baller und diesmal mit uns dabei. Bitte so guter Pass und so weiter. Jetzt anfangen möchte ich wie immer mit dir. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie ist die Trainingswoche gelaufen? Wie warst du zufrieden? Wie sind die Jungs drauf? Ja, Trainingswoche war eigentlich ganz okay. Wir haben natürlich ein paar Spieler setzen müssen, weil die bei den Länderspielen dabei war. Musst du zuhören, bitte? Wir haben ein paar Spieler setzen müssen, weil die bei den Länderspielen waren, bei der U21 und bei der A-Nationalmannschaft. Also hatten wir ein bisschen geringere Anzahl. Den einen oder anderen angeschlagen haben wir auch noch gehabt. Aber sonst war es eigentlich bisher eine ziemlich ruhige Woche. Das ist ja immer so, wenn du nach einem 4-1-Erfolg in die nächste Woche startest. Und jetzt sind wir ziemlich konzentriert auf ein sehr emotionales Spiel, denke ich, am Samstag. Wenn wir kurz zum Gegner kommen, zu Rapid, wo wartest du die Stärken, worauf muss man besonders aufpassen? Ja, ich finde es eine klasse Mannschaft, es ist eine sehr dynamische Mannschaft, unheimlich robuste Mannschaft, können schnell umschalten, können gute Wechselpässe spielen. Hofmann ist sicherlich ein herausragender Spieler in der Liga und mit den Fans im Rücken können sie sicherlich jeden Gegner schlagen, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was wir können. Wir können auch gut umschalten, wir haben ein ganz gutes Tempo, haben wir in der Offensive da drin. Ja, und ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Kommen wir noch ganz kurz zu Terence Boyd, den du ja auch noch kennst, glaube ich, aus Deutschland. Der hat ja relativ ziemlich eingeschlagen in Österreich. Hättest du ihm das zugetraut jetzt auch in der Kürze der Zeit? Ja, aber Richie ist ein guter Paar, so hat er auch gut eingeschlagen. Ne? Ja. Gut. Rubin und Kurti hat auch ganz gut eingeschlagen. Taco Bodul hat auch ganz. Also, Terence Boyd ist ein dynamischer Spieler, der letztes Jahr viele Tore gemacht in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Und was natürlich seine Stärke ist, wenn so Querpässe oder so reingeschlagen werden, dass er mit voller Wucht da reingeht. Das ist sicherlich seine Stärke. Aber die haben noch ganz viele andere gute Spieler bei Rapid. Und deswegen ist Terence Boyd sicherlich ein guter Neuner, auf den wir aufpassen müssen. Aber gibt es noch ganz andere Spieler. Okay, Richie, der Trainer sagt, du hast super eingeschlagen. Ganz gut eingeschlagen. Ganz gut eingeschlagen, Entschuldigung. Wie lautet dein erstes Resümee in der Wochenstunde Graz? War bis jetzt ganz adäquat, sage ich mal so. Ich meine, natürlich werden wir uns noch alle steigern, das ist ja klar, aber wie gesagt, wir sind jetzt noch im Umbruch. Gibt es viele Sachen, die wir noch verbessern müssen, aber ich denke, dass wir jetzt langsam mal die richtige Linie kriegen und wenn wir das umsetzen, was der Trainer möchte, dass wir es auch unser Ziel erreichen werden. Gegen BRC hat es ein 4-1 gegeben, wo du auch erfolgreich warst, da hat es dann Richie-Sprechchöre gegeben. Was hast du dir da dabei gedacht, was ist dir da auf den Kopf gegangen? Ja, ist natürlich schön, sowas zu hören, aber es ist auch schön, natürlich mit der Mannschaft einfach zu feiern und erfolgreich zu sein. Ich meine, das steht auch im Vordergrund. Zwei Saisontore hast du bereits auf deinem Konto. Gibt es eine Marke, wo du sagst, okay, da willst du hin, oder? Ja, ich will mit der Mannschaft was holen. Da möchte ich hin. Wer die Tore macht, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir als Mannschaft sind halt gut und kommen um unsere Ziele an. Gut, das war's von mir, Kollegen. Bitte um Fragen, wenn es welche gibt. Die Offensive hat schon sehr gut geklappt, habe ich gegen Wolfsberg teilweise. Die Defensive war noch immer ein bisschen anfällig. Siehst du das gleich oder bin ich da wieder zu kritisch? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, da wird jetzt andauernd drüber geredet. Ich finde, dass wir haben in der zweiten Minute haben wir das nicht gut verteidigt. Aber Wolfsberg macht das auch gut und da steht auch immer auf dem Gegner auf dem Platz, der auch immer 6-7 Aktionen nach vorne hat. Ja, wir können sicherlich noch besser da hinten einspielen, aber ich finde auch, dass die Stürmer da auch noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Also wir müssen einfach kompakter sein, wir müssen einfach entweder bleiben wir zusammen oder wir gehen drauf, das habe ich ja schon mal erklärt. Aber die Sache können wir sicherlich verbessern. Ich will nämlich dort hinaus, ob es noch Verstärkungen geben könnte. Verstärkungen? In der Defensive. Ja, sind jetzt eigentlich erstmal nicht so geplant. Rapid spielt mit 5 Mittelfeldspielen. Ist da vielleicht zu mutig mit Savic und Bodo im Mittelfeldspielen, wie es gegen Wolfsburg passiert ist? Warum? Weil 5 gegen 4 und zwar sehr offensive Mittelfeldspieler. So relativ leicht über so ein Mittelfeld produziert, oder? Ja, wir haben ja auch eigentlich im Ansatz ein 4-2-3-1 ab und zu gespielt. Und so spielt Rapid auch. Und wenn man die Zahlenkombination dann vergleicht, dann ist es ähnlich. Ich finde einfach nur, dass die Spieler, die in der Offensive agieren,
dass die einfach unheimlich gut nach hinten arbeiten müssen auch. Und das ist einfach Laufarbeit, das ist Drecksarbeit, das ist Schweinearbeit verrichten. Und dafür trainieren wir jeden Tag ziemlich hart und das müssen sie einfach gut machen. Einfach nur die Zahlen an Zahlen. Ich kann das ja genauso umdrehen. Ich kann ja sagen, okay, wenn wir einen offensiven Spieler mehr haben als die anderen, dann schießen wir automatisch mehr ein Tor. Aber das ist ja nun mal nicht im Fußball. Und deswegen muss jeder einfach gut seine Arbeit machen. Und wenn der Gegner den Ball hat, ja, ist Ritchie und Co. sind auch die ersten Abwehrspieler einfach immer. Und das müssen wir einfach noch verbessern. Aber ich finde auch gegen Wolfsberg, wenn man jetzt auch von Defensive spricht, das 3:1 durch Ritchie, wie Manuel Weber den Ball klaut, das ist Vorverteidigung. Ritchie, was ist der Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dem österreichischen? Gibt es da Unterschiede? Hast du da irgendwas gemerkt? Oder wollen immer wir Österreicher das nur hören, dass es so große Unterschiede gibt? Ja, ich denke mal, dass es klar ist, dass es schon Unterschiede gibt. Das Niveau ist natürlich auch höher in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass es hier jetzt auch nur ein Rumgeier ist, sag ich mal. Ja, es ist halt in Deutschland höher, das Niveau, aber sonst denke ich mal, dass auch viele Sachen noch leer sind. Du tust ja leichter in Österreich als in Deutschland. Du tust ja leichter. Ja, das werden wir noch sehen. Was ist mit dem Knöchel passiert? Ja, jetzt am Wochenende wurde ich ja gefault und die Diagnose ist halt, dass ich Bänder überdehnt wurden. Aber ich denke mal, dass es bis zum Wochenende geht. Kein Problem mehr. Nee, eigentlich nicht. Gibt's einen Fall? Personell, wir spielen, wer ist verletzt, wer nicht. Nein, nicht wer nicht. Das ziehe ich zurück. Wer ist nicht verletzt? Wer ist nicht verletzt? Also, verletzt ist, wie aus den letzte Woche, Feldhofer hat noch Probleme, Säumel hat Probleme. Ja. Andi Hölzel ist jetzt im Warming-up wieder bei der Mannschaft dabei, also seit 2 Tagen. Also ist wieder im Mannschaftstraining wenigstens eine halbe Stunde schon wieder dabei. Keinzi ist noch verletzt, Schiffci ist verletzt, Wolf ist angeschlagen. Und das war's, glaube ich. Ist das Spiel gegen Rapid auch für dich als Trainer jetzt was Besonderes in Österreich? Für die Fans ist es wahrscheinlich eines der besten Spiele, der wichtigsten auch immer im Jahr. Dieses Duell gegen den großen Wiener Club. Ja, ich war ja letzte Woche da, als sie gegen Novi Sad gespielt haben. Und das ist schon für österreichische Verhältnisse natürlich eine andere Kulisse als bei anderen Spielen. Und mich tönt das immer persönlich sehr stark an. Also ich habe Bock auf solche Spiele und versuche auch den Mut und den Risiko, den wir wieder da spielen wollen, eigentlich auf die Mannschaft zu übertragen. Und ich freue mich auf diese Spiele. Als ich in Aachen Trainer war, habe ich mich auch auf die Spiele gefreut, wo viele Zuschauer da waren, wo es emotional abgegangen ist. Da bin ich stärker, das merke ich auch immer. Und dann versuche ich das zu übertragen auf die Truppe. Herr Robin hat gesagt, nach der Partie gegen WRC, man muss jetzt am Boden bleiben. Hat man das im Training auch irgendwie kommuniziert, dass es das sozusagen nicht zu überbewerten ist, das 4:1. Ja, wir haben es nicht überbewertet, aber wir haben Mattersburg auch nicht unterbewertet. Also wir haben ganz normal trainiert. Also wir haben auch gar nicht so viel mehr über Wolfsberg gesprochen, weil ich eigentlich den Spannungsbogen jetzt zum Rapid-Spiel ein bisschen nach oben transportieren wollte und jetzt eigentlich die nächsten 1-2 Tage nochmal 1-2 Ansätze über Wolfsberg nochmal sagen möchte, was mir nicht so gut gefallen oder was mir gut gefallen hat. Und das transportieren dann halt auch die Rapid-Mannschaft. Und dann, dass wir Samstag 18.30 Uhr top vorbereitet in das Spiel gehen können. Gibt es über die Zukunft von Patrick Wolf schon was Bestimmtes? Wird er bleiben, wird er gehen? Ist er irgendwas durchgekommen? Mein Name ist Hase. Ja, von uns gibt es auch nur offiziell erst was, wenn was fixiert wurde. Gerüchte. Mit ich sehe dich schon der Cup-Gegner, das weißt du über Schwäche. Nix. Spielen Regionalliga, was bin ich? Ost. Ja, soll ja die stärkste Regionalliga sein. Also mit SV Schwächert habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ist am Flughafen, glaube ich, ne? Ja. Kann man davon ausgehen, dass ihr zwei besonderes Verhältnis habt? Wie meinst du das jetzt? Ich werde konkreter.
Bitte nicht. Bitte. Jetzt. Wie der Ritchie da angeschlagen, hineingehumpelt ist wieder, wie du ihm das Wasser ins Gesicht gespritzt hast oder angedeutet, was das bei ihm ist, das, oder ob es ja lustiges Verhalten ist, ob das ja, erstmal haben wir ja dieselbe Staatsbürgerschaft. Das verbindet uns schon. Wir sind zwei Piefkes. Und ja, ich bin vom Herzen manchmal auch dunkel. Nein, also ich meine, wir hatten ein gutes Gespräch. Wir kennen uns natürlich schon jahrelang, weil wir ja immer Gegner waren eigentlich. Und Ritchie war natürlich ein herausragender Jugendspieler und hat es jetzt in den Senioren direkt in der Bundesliga nicht auf Anhieb direkt geschafft. Und jetzt muss er ja eine gewisse Ehrenrunde gehen und laufen. Und wir haben eine Absprache, so wie ich mit anderen Spielern auch klare Absprachen habe, dass ich ihm die Hand reiche, wie anderen Spielern auch, und dass er seine Ziele verwirklicht. Für den Club, für die Mannschaft und für sich selber auch. Und das ist es eigentlich. Also ich gehe eigentlich mit allen Spielern, versuche ich ähnlich umzugehen. Ich habe eine gewisse Art. Bei dem einen kommt es ein bisschen an, bei dem anderen kommt es nicht an. Aber ich muss sagen, ich lache eigentlich gerne. Ritchie ist nur am Lachen. Also bei meinen Witzen ist das ja auch klar. Aber ja, solange er Tore schießt, ist das alles okay. Solange ich Tore schieße also. Ja, sonst nicht. Ja, sonst, bitte? Hochdeutsch, bitte. Versteht nicht immer euer... Du musst dann lernen, dass er nur eine schießen hat. Ach so, ja. Außer eine schießen. Und dann geht's nach Obi. Ja. Aufi. Aufi. So. Obi, so. So, ich glaube, wir beenden. So, gibt's noch eine letzte Frage oder war es das dann nicht von euch? Gut, das war's anscheinend. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.